Und schön, dass du wieder reinschaust, wenn es mal jetzt endlich weitergeht mit unserer schwarzen Witwe-Challenge. Lang, lang haben wir nichts mehr von Chloe gehört und ich habe mir gedacht, jetzt muss es doch einfach mal weitergehen. Wir haben ja schon, beziehungsweise Chloe hat ja schon 7 Männer unter die Erde gebracht und ja, viel fehlen nicht mehr. Und ich dachte, jetzt nehme ich das mal wieder in Angriff, damit wir diese Challenge dann auch mal fertig bekommen. Ja, sie steht jetzt gerade hier bei den Kühen und ich weiß gar nicht, was sie da für ein Outfit hat. Und das wundert mich doch jetzt sehr. Ah. Könnte ich dich mal... Wieso bist du Profigärtnerin? Echt jetzt? Du hast nicht mal Dings, einen Job, darfst nämlich gar keinen haben. Keine Ahnung, aber ich werde ihr jetzt einfach mal das Outfit wechseln, denn so geht das gar nicht. Ja, zieh halt das an, du wirst dich dann schon anziehen. Wir werden mal die braune Kuh melken und dann den Eddie scheren. Oh, da fällt mir ein, ich glaube, wir hatten doch noch Namensvorschläge. Da muss ich dann ganz geschwind noch mal schauen. Ich hatte irgendwo diesen Namen. Ich weiß nur nicht mehr wo. Ja, wir könnten ja vielleicht die Kuh dieses Mal. Eine männliche Kuh gibt halt keine Milch ab. Ja, wir nennen Blümchen. Echt jetzt heißt Blümchen? Nee. Wir nennen sie jetzt mal Frieda. Und sobald ich das gefunden habe, kann man sie ja noch umbenennen, ne? Jetzt heißt sie Frieda. So. Ja, das ist unser Axel Sport. Was hast denn du jetzt im Gesicht? Ein Bart? Hattest du schon immer ein Bart? Weiß ich gar nicht. Könntest du dir mal dein Bart rasieren? Wir haben doch bestimmt einen Spiegel. Mal gucken. Debattieren, rasieren. Gesichtsbehaarung auf bevorzugte Länge. So, rasier dir mal den Bart ab. Ja, und du hast dich jetzt angezogen. Und hier ist noch unser Kleiner. Oh, da will zur Katze reden. Oh, wie süß. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, ob sie überhaupt verheiratet ist. Hat sie den so auf die Schnelle geheiratet? Müssen wir jetzt auch mal gucken. Ja, Alex Sport, mit dem ist sie verheiratet. Und ich glaube, sie hatte noch eine Liebelei angefangen. Mit noch jemand anderem oder war das nicht so? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Jason. Wer ist denn Jason? Hallo? Jason? Junge Erwachsener? Ach, das war ein Gärtner. Okay. Oh ja, das wird jetzt echt schwierig. Der ist schon wieder sehr kokett. Lass mal sehen. Naja, jetzt, der Tasch doch hier mal passiert, ne? Lässt dich die Mieze nicht raus? Wo willst denn du hin? Nee, okay. Ich würde sagen, wir haben abends der Kleine, der muss jetzt dann ins Bett gehen. Das heißt, unsere Chloe wird den jetzt ins Bett bringen. Oh, falsch. So, Chris ins Bett bringen. Das machst du mal. Und du, echt jetzt, so... So macht man das. Könntest du einfach mal hier alles verkaufen machen, weil das ist unsere Einnahmequelle. Dann hätten wir das nämlich auch schon erledigt. Oh, guck mal, der Hase, der erfriert ja gleich. Gott, der Arme. Hier haben wir nichts mehr zum Ernten. Haben wir hier noch was? Und hier kann ich dann auch alles verkaufen. Ja. Mitten im Winter, aber es bleibt uns nichts übrig. Dann können wir Eier einsammeln machen und Butter in der Nähe verstreuen und säubern geht nicht. Okay. So, und wieso bringst du jetzt den Kleinen nicht ins Bett? Okay. Ist, dann tut mir leid, dann musst du mal alleine jetzt ins Bett gehen. Und du stehst da noch, du könntest mal Futter auffüllen. Und da den Viehstall säubern, können wir den hier auch? Da können wir nicht. Okay.
Das kann sie jetzt noch kurz machen und dann werden wir auf Achse gehen. Bis dahin dürfte der junge Mann hier auch fertig sein. Ich mache mal hier ein bisschen schneller. So, jetzt kommt, mach hin, überlegt nicht immer so lang. Ja, okay, jetzt wird es schon dunkel. Oh mein Gott, da bleibt immer stehen und muss noch lang überlegen, ob er das tatsächlich macht oder nicht. Ja, du magst Gartenarbeit. Ist ja auch eigentlich egal, ob du es magst oder nicht. Fakt ist, du musst das machen. So, könntest du das bitte wegwerfen? Wir haben nämlich da hinten den Mülleimer. Und da wäre nämlich auch einer. Ich weiß nicht, warum sie den nicht nimmt. Vielleicht sollte ich den irgendwie mal ein bisschen anders nachstellen. Ja. Oder mal dazwischen reinstellen. Das würde ja auch gehen. So schön machst du das. Wunderbar. So mag ich das. Du läufst auch mit der Kirche ums Dorf, oder? Um den Müll wegzubringen. Oh. Ernsthaft? Wo läufst du denn bitte hin? Jetzt pieselt die sich dann auch noch gleich in die Hosen. Du läufst jetzt nicht ernsthaft dahin, um den Müll wegzubringen. Mei, wie bescheuert kann man denn sein? Also, ich verstehe es manchmal nicht. Ich verstehe es manchmal echt nicht. Pieselt sich jetzt eh gleich in die Hosen. Ich sehe es kommen. Ich sehe es echt kommen. Aufi, mach ihn nicht. Wieso kommen die da nicht rein? Ja, jetzt hat sie gepinkelt. Ja, also, Mädle, komm hier rein. Jetzt kann sie reinlaufen, oder was? Wieso kommen die da nicht rein? Betreten verboten. Nachbarn zu. Ja, das stimmt schon. Habe ich abgeschlossen für jeden. Hier hingehen. Hallo? Wieso kann die da nicht rein? Also heute funktioniert mal wieder gar nichts. Ich habe doch diese blöde Tür aufgeschlossen. Komm jetzt hierher. Und sag nicht, du kannst da nicht hin. Oh Leute, echt manchmal, manchmal. So, bitteschön, könntest du jetzt duschen gehen? Und erzähl mir jetzt nicht, du kannst nicht duschen gehen. Na, jetzt geht's. Oh mein Gott, man muss es manchmal echt nicht verstehen, was bei Sims da wieder los ist. Das kann man dann wegwerfen. Wir reisen jetzt dann heute doch nicht mehr, denn die hat ja jetzt so lang gebraucht. Du laufst jetzt nicht schon wieder dahin. Wie doof bist denn du? Wir haben hier Mülleimer und er erkennt es nicht als Mülleimer an. Jetzt ernsthaft? Ich weiß nicht, was ich da noch machen soll. Wir haben hier so viele Mülleimer und kein Plan. Kein Plan, was der Schrott jetzt wieder soll. Und jetzt liegt der Müll natürlich außerhalb, dass ich den nicht wegnehmen kann. Oh Mann, kann ich das bisschen jetzt zerstören? Geht nicht. Wegwerfen. Jetzt läuft er echt wieder da hinten hin. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe echt kein Plan. Und jetzt kann sie dann auch wieder nicht da rein. Sie ist ja auch noch eingeschlafen. Oh mein Gott. Das ist ja echt prima. Das ist ja echt prima. Kannst wenigstens hier hingehen. Wie, du kannst da jetzt auch nicht rein. Ach komm, hör doch auf jetzt. Das glaube ich jetzt nicht, dass du dir nicht in dein Haus rein kannst. Wieso kann die da nicht rein in ihr Haus? Da ist wirklich nichts, was blockiert. Gar nichts. Ich weiß nicht. Irgendwie hat sie hier ein Problem. Aber mal ein gravierendes. Könntest du hier mal ein Kraftnickerchen machen? Ich weiß, du hast Hunger, aber jetzt machst du erstmal ein Kraftnickerchen. Ja, denn das? Hier. Weißt du was? Nimm dir mal ein Gericht. So. Mal alles hier ein bisschen schneller.
Irgendwas ist da echt wieder falsch. Ich verstehe es einfach nicht. So, der Kleine isst, was macht sie? Sie isst hier, Oh, dann Badisch. wegwerfen. Wenn du mir jetzt wieder sagst, du wirfst es jetzt wieder irgendwo weg, dann werde ich echt zum Hirsch. Oh nee, oh nee. Guck mal, wir haben hier einen Mülleimer. Lass das. Ich habe keinen Plan, was das soll. Die hat einfach irgendwie ein Spiel heute. Aber wir haben dafür keine Zeit. Kein Plan, was der macht. Aber er wird jetzt mal fleißig arbeiten. Unsere Haushälterin kommt auch. Was hat die jetzt gemacht in unserer Dusche? So. Ja, sie räumt wenigstens auf. Wunderbar. Und du musst pieseln. Kannst du wenigstens aufs Töpfchen gehen? Ja, guck mal. Ascht rein. Der kommt überall hin. Nur sie macht so doof. Kein Plan, was mit der los ist. Ich verstehe es manchmal nicht. Es ist schon irgendwie sehr, sehr seltsam. So viel dann auch, dass wir mal auf Achse gehen und aber vielleicht, wenn sie dann mal fertig ist mit Schlafen, könnten wir vielleicht doch noch weggehen. Wir könnten ja den kleinen Chris mitnehmen. Ja, los, komm, schlaf mal schneller. Mach mal hinne jetzt. Los, hopp, 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 hopp. Wir wollen mit dem Chris noch weg. Chris noch weg. Chris noch weg. Ja, komm. Bedürfnis erfüllen. Jetzt sagen, das reicht dann nach dem Kraftnickerchen. Wie sieht's aus? Wunderbar. Und jetzt reisen wir. So, wir sind in Sanmai-Shunu und ach, da kann ich jetzt rein. Sehr schön. Ja, wir sind in Sanmai-Shunu und ich habe hier einen Indoor-Spielplatz gebaut. Und da hätte ich gern, dass der Chris ein bisschen spielen kann und wir hoffen, dass dann auch noch vielleicht andere kommen mit ihren Kindern, damit man hier eine schöne Zeit verbringen kann. Ja. Dann lies doch du mal derweil was, das wäre doch gut. Und ich liebe es, wenn die das machen, die kleinen Schnuggis hier. Guck mal raus. Der hat einfach Spaß und lässt sich da reinfallen. Ist das herrlich? Ich liebe es. Die sind so putzig. Herrlich. Ja, ganz toll. So, und du liegst im Stehen. Ja. Haben wir hier keine Beleuchtung? Habe ich hier Licht vergessen? Habe ich hier Licht vergessen? Hä? Wieso kann ich jetzt nicht bauen? Hä? Mein MCC greift gar nicht. Was denn da los? Ja, lieber Chris, möchtest du vielleicht hier dann auch noch durchkriechen? Du darfst halt hier richtig viel Spaß haben. Der ist müde. Ich will jetzt mal nicht, dass der müde ist. Ja, das soll man hier noch ein bisschen Spaß haben, aber irgendwie kommen gar keine Mamas mit Kindern und ja, ganz komisch. Moment, das muss ich mal kurz nachgucken. Jetzt haben wir Licht. Oh mein Gott, das war ganz schön dunkel und es war falsch eingestellt. Das hat mir das Gebäude als Handel angezeigt. Jetzt greift auch der MCC. Sehr witzig, sehr witzig. So, Chris, was ist mit dir? Oh, vielleicht kommen jetzt noch ein paar Mamas mit Kindern. Ich habe das in, da steht nämlich dran, dass es ein Kinderparadies ist, aber irgendwie. Ich weiß nicht, es wird keiner kommen. So, Chris, was machst du mit Mama plaudern? Ach, wie Oh, Lama. süß. Oh, Oh. stopp, ich hätte da gern ein Bild. Das sieht man so selten, dass die Chloe sich ihrem Sohn annimmt. Oh mein Gott, ist das putzig. Ja. Braxel
Oh, der sieht so knuffig aus, der Chris. Spama, Flume, guck mal, wie süß der ist. Oh. Ein goldiger Kerl, ja. Buch räumen wir mal wieder auf, das brauchen wir ja nicht. Chris, magst du vielleicht noch ein bisschen hier sandeln gehen? Oh, können wir hier gar nicht? Oh, schade. Jetzt habe ich gedacht, wir könnten hier vielleicht Sandbogen bauen oder sowas. Oh, schade. Aber, guck mal, könntest du doch Wörter buchstabieren? Wieso bist du traurig? Töpfchenunfall? Ach nö, das brauchst du nicht traurig sein. Und eigentlich habe ich ja gedacht, da kommt ja mal einer, ne? Dass wir hier mal ein bisschen hier uns anfreunden können. Und schaut mal, wer hier ist. Der Emi. Aha, aha, aha. Und wer bist denn du? Doktor? Stopp, so schnell kann ich gar nicht gucken. Wer bist du? Markus Lee. Schon wieder ein Lee? Hatten wir nicht schon mal ein Lee? Wer bist du? Scott. Hallo, Scott. Könnten wir uns mal bei dir freundlich vorstellen? Komm, das machen wir. Chloe, nimm die Füße in die Hand. Der Chris spielt gerade so schön. Und dann denkt sie, naja, wenn der jetzt da so spielt, kann ich doch mal kurz noch auf Männerfang gehen und gucken, ob ich da jemanden sehe. Oh, Dag, Dag. Dag. Hüftstoß, mal gucken, ob er das zulässt. Und dann freundlich von Ideen erzählen. Schmeicheln, ja, das ist ihre Art. Freundlich. Smalltalk kennenlernen. Oh. Hat die jetzt den gerade angeflirtet? Tiefgründige Unterhaltung. Du wirst nicht weggehen. Du bleibst mal schön da, junger Mann. Einfach mal ein Kompliment. Outfit machen. Bisschen die Geschichte erzählen. Nein. Nochmal schmeicheln. Hey, junger Mann. Hallo. Nein. Ja, bleib mal da. Du sollst nämlich nicht weggehen. Na, Lieblingsmodel. Die muss schon wieder pieseln. Corsini Saquinario. Die Unterhaltung. Können wir dich jetzt nicht einfach mal fragen, ob du da bleiben kannst? Alter, was war das? Das Taxi ist einfach in uns rein. Halt, du sollst da bleiben. Nein, du gehst jetzt nicht weg. Du bleibst jetzt da. Oh mein Gott. Ich will dich fragen, ob du vielleicht jetzt mit uns abhängen möchtest. Wo ist denn das eigentlich drunter? Ich blick das hier mit diesem Zeug überhaupt nicht mehr. Ich bin sowas von überfordert mit dem Ganzen nach Karriere fragen, über Interesse reden, von Interessen schwärmen. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Freundlich. Smalltalk. Nach Tagfragen. Und dann werden wir jetzt doch mal probieren, ob wir ihn jetzt auch mal anflirten können. So, dann müssen wir noch nach dem Chris gucken, dann wieder. So, jetzt auf, mach hinne. Was
machst du denn? Romantik. Flirten. Ein Kuss hauchen. Nein! Bleib stehen! Würdest du jetzt zum Kuckuck hier stehen bleiben? Also er geht auf ein. Oh. Lebensfreude ausdrücken, das könnte man machen. Probier mal nochmal zu flirten. Yo, Swabo, you Norg? Oh, Jorg. Hibs? Eric, oh, er findet sie unattraktiv. Das müssen wir echt ändern. Okay. Das ist müde. Oh, wer ist denn hier? Rita Taylor. Genau, jetzt geh doch mal zu deinem Sohnemann. Zuwendung. Liebevoll umarmen. Oh, und sie muss schon wieder pieseln. Oh mein Gott, das geht ja gar nicht. Und dann gehst du mal pieseln. Simse, Bolain. Yo, noi. Borja, Maria. Lass das. So. Ja, und jetzt geh pieseln. Ja, sorry, dass ich so schnell mache, aber die muss echt dringend aufs Klo. Und du musst auch aufs Töpfchen. Wer bist denn du? Jetzt kommen hier die Mamas. Hallo, Roland. Schön, dich hier zu sehen. Ach ja, Chris, mach doch mal hin. Wieso bist du wütend? Müde? Ja, wir gehen dann auch gleich heim. Alles kein Problem. Alles kein Problem. Es ist auch schon spät. Mama musste nur ein bisschen hier wieder auf Männerfang gehen. Das ist auch fertig mit Pipi machen. Dann reisen wir. So, zu Hause angekommen, wird sie den... Oh, der Chris hat noch Hunger. Ich ziehe das mal ein bisschen hoch. Mal gucken, ob Chloe ihn jetzt ins Bett bringen kann. Und erklär mir jetzt, bitte nicht, du kommst jetzt nicht in dein Haus. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh nein, jetzt bricht sie das wieder ab. Warum eigentlich? Was soll denn diese Miste? Also manchmal verstehe ich es nicht. Wo war das Zimmer? Hier. Chris, ins Bett bringen. Du wirst doch wohl jetzt den jungen Mann ins Bett bringen können. Wieso hat sie jetzt schon wieder andere Klamotten an? Oh ja, ja, ja. Und? Yay. Yay. Chloe, super. Wie man sich freut, wenn mal endlich mal was klappt. Das ist echt unglaublich. Ja, schlaf mal schön. So. So, was mache ich jetzt mit dir? Du solltest dich ja eigentlich mal um ihn kümmern, aber ich glaube, da hat sie überhaupt keine Ambitionen dafür und, nee. So, was können wir denn machen? Unterrichten. Ich glaube, das mag er nicht so. Freundlich, Kompliment und Herzenkompliment machen. Das können wir doch tun. Er grinst schon. Na, sie grinst auch, weil sie hat ja einen neuen kennengelernt. Wahrscheinlich wäre das was. Dieses Outfit, das nervt mich. Okay. Und ihr habt doch schon geheiratet. Ihr seid doch schon verheiratet. Okay. Und wir unterhalten sich noch ein bisschen. So, aber ich finde, das ist so genau richtig. Ich beende den Part. Ich hoffe, dir hat's gefallen und du schaust das nächste Mal auch wieder rein, wenn es weitergeht mit der Chloe. Ich habe jetzt vor, das eigentlich noch fertig zu machen und etwas regelmäßiger diese Folge dann auch zu bringen. Denn es sind nur noch drei Männer, die sie unter die Erde bringen muss. Und
dann habe ich ja vor, noch den 11. Mann zu suchen, mit dem sie dann auch den Rest ihres Lebens zusammenbleibt. Und wenn das geschafft ist, dann werde ich mich wieder der Aileen, ihrer Schwester, widmen, wo es weitergeht mit an die Arbeit. Und ja, vielleicht schaust du da dann auch mal rein. So, unten in der Videobeschreibung habe ich ganz viele liebe YouTuber verlinkt von der Sims-YouTuber-Community mit Herz. Auch die machen tolle Let's Plays und es lohnt sich, bei ihnen vorbeizuschauen. Und ich habe jetzt noch ein besonderes Anliegen an euch. Eine ganz liebe, tolle YouTuberin von der Sims-YouTuber-Community mit Herz ist Ende April von uns gegangen und ich werde sie so vermissen und auch ihre Let's Plays. Die hat so tolle Let's Plays gemacht. Und zwar ist das die Christa2706. Wenn ihr was Gutes tun wollt, schaut bei ihr ran. Sie hat tolle Let's Plays gemacht von den Sanders mit den Siebenlingen. Und ja, auch wenn sie nimmer da ist, hüpft bei ihr rein, schaut's euch an, hinterlasst ein Like und vielleicht auch ein Abo, denn es wird zwar nicht weitergehen, aber ihre Videos bleiben da und ich denke, die Familie von ihr würde das auch sehr freuen, wenn einfach dann vielleicht auch ein Kommentar steht. Da würdet ihr mir einen riesen Gefallen machen, ja. Einfach zu Ehren von ihr und an Gedanken war mir das jetzt wichtig, dass ich das jetzt mal hier sage. Ja, so und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend. Je nachdem, wann ihr die Folge anschaut. Tschüss!